Servus Leute und willkommen zurück zu Cities Skylines. Ja, wir brauchen ja dann doch langsam mal wieder ein paar Gebäude. Irgendwann sollten wir da mal weitermachen mit den Sachen. Sonst kommen wir hier nie zu irgendwas. Hier vorne haben wir ja letzte Folge ein paar Namen vergeben. Das war ja auch ganz nett alles. Ich muss mir unbedingt mal diesen Tree Brush Mod installieren. Der ist echt mal nötig. Aber gut, muss ich mal dran denken, wenn ich es tue. Das... Vergesst es. Vergesst es einfach. Ich frage mich gerade, wie es mit der Parknutzung überhaupt aussieht. Wo war denn das nochmal? Freizeit, ne? Ja, sieht gut aus. Ich weiß auch, der Industriepark bräuchte Parks, theoretisch. Hier zum Gutenberg-Gewerbegebiet könnten wir mal einen bauen oder hier hinten drüben. Dann würde er fürs Wohngebiet auch gleich mitzählen, das hier später mal irgendwann entstehen soll, je nachdem, wann wir mal dazukommen. Muss mal kurz schauen, dieses New Asset, was ist das eigentlich? Ich habe ein paar Parks installiert, neu, glaube ich. Oder auch nicht, okay. Und jetzt könnte ich mal diese Industriepark-Bauten nutzen, da dieses Industriepark-Mittagspause-Teil hier, wenn ich schon habe. Okay, das reißt, egal wie steht, mir eigentlich viel zu viele Gebäude ab, aber ich mache das jetzt einfach mal. Damit hier auch ein bisschen Park-Feeling entsteht. Direkt neben der Müllkippe ist es immer sehr attraktiv, einen Mittagspauseplatz zu haben. Achso, das ist einfach nur so ein... Ja, macht jetzt nicht allzu viel Sinn, dieser Platz, aber gut. Wenn, dann müsste dann Kiosk oder sowas noch drauf, dann wird es funktionieren. Wir müssten ja auch noch einen Fußgängerüberweg zwischen den beiden Gebieten gestalten, ne? Hm. Naja, mal schauen. Vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Wir haben Nachfrage nach Industrie. Das könnte man theoretisch mit einem neuen Gewerbegebiet, also einem Bürogebiet quasi, hier drüben gestalten. Oder hier in dem Gebiet, das würde auch gehen. Machen wir hier mal mit eine Machen wir doch mal eine zentrale schräge Straße durch. So. Von der aus werden wir uns jetzt verteilen. Und da fangen wir jetzt an, ein kleines Gewerbegebiet zu bauen, würde ich sagen. Das mache ich später. Ist gerade noch nicht so wichtig. Ist jetzt nicht ganz parallel zur Autobahn, glaube ich, aber so gut es geht parallel. Das passt perfekt. Ich bin begeistert. Hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Querstraßen sollten vielleicht mal durch. Ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht mittig. Ist es auch nicht, aber es macht ja nichts. Das sag jetzt ich gerade, ne? Ich sag da besser nichts dazu. So. Dann fangen wir mal hier an, diese ersten Parzellen mit Bürogebieten zu bestücken und hoffen, dass das funktioniert. Natürlich brauchen wir auch, wenn wir schon mal dabei sind, bauen wir auch hier ein paar so Mittagspause-Dinge rein, wobei das passt eher nicht für ein Bürogebiet, ne? War jetzt eher doof. Ich hätte es verlegen können, ich weiß, aber... Hm. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, wieder mal. So. Ihr habt keinen Strom, da hätte ich dran denken sollen. Die Stadt hat aber Strom, das ist gut. Der wächst aber normalerweise schon bis hierhin. Wenn wir das Gebiet hinten auch gleich noch vergeben. Dann wächst er normalerweise zusammen eigentlich. Nur Wasser werden wir brauchen. Ich würde jetzt sagen, wir ziehen einfach mal dieses Rohr nach drüben und verlegen da ein bisschen neues System. Damit wir nicht immer das gleiche Kästchenmuster hier mit den Rohren haben. Muss ja auch nicht sein, dass wir da immer das gleiche bauen. Es passt zwar nicht hundertprozentig zusammen jetzt, aber es ist einigermaßen abdeckend. Hier drüben muss man dann sich das irgendwas überlegen, weil das ja nicht ganz passt, aber naja. Das machen wir später. So, dann haben wir hier drüben höchstwahrscheinlich auch Strom, ne? Genau, hat sich verbunden. Super, klasse. Gut. Ich frage mich gerade, wo mein Strom überhaupt reinkommt. Hier mit dem ganz kleinen Fitzelchen, wa? Na, ganz toll. Kann ich das Fitzelchen mal ausnutzen, dass ich hier... Das wollte ich nicht.
Ach, mach mal so, das kommt ja eh früher oder später irgendwann mal weg. Ich will nur hier diese beiden Linien löschen. So, schauen wir doch mal. Hier vorne müssten wir irgendwann auch noch eine Bahnanbindung wahrscheinlich hinkriegen, was nie funktionieren wird, weil wir das System jetzt so statisch gebaut haben. Also wir bauen hier drüben noch eine Abzweigung, dass hier noch eine Parallellinie lang geht. Das würde auch gehen. Das könnte man sogar machen. Dass wir hier noch irgendwie eine Parallelpassagierlinie einfügen, die sich hier lang schlängelt quasi. Das machen wir später, jetzt nicht. Okay, meine sehr interessante Autobahnabfahrt funktioniert ja einigermaßen. Das Zugsystem funktioniert, die Buslinien. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich hatte da im Gedächtnis, dass ich noch irgendwo einen Fehler habe, beziehungsweise irgendwas vergessen habe. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, was. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das irgendwann mal im Gedächtnis, dass ich da irgendwas vergessen habe, aber scheinbar war das ein Trugschluss. Vielleicht habe ich auch was vergessen und ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Das kann auch sein. Passiert bei mir öfter mal. Gut, wie sieht es mit der Lärmbelastung gerade aus? Das ist wahrscheinlich immer noch eine Katastrophe, ne? Oh, wird besser. Warum wird es besser? Es widerspricht jetzt irgendwie jeglicher Logik, aber gut. Ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Industrie. Ich weiß ja nicht, irgendwie komme ich da so drauf. Wenn ich mir meinen Balken so unten anschaue, der sich kein Stück verändert hat, seit wir hier angefangen haben zu bauen. Ein bisschen Gewerbegebiet kommt hier auch hin. Aber nicht in der... Ja, wobei, die Bürogebiete werden ja eh wahrscheinlich ein hohes Level erreichen irgendwann, ne? Die werden wahrscheinlich irgendwann höher. Ich bin mir gar nicht sicher, wie hoch die Dinger werden. Es gibt ja auf jeden Fall Wolkenkratzer in diesem Spiel. Das ist ja soweit nicht das Problem. Ich könnte auch hier mal so ein bisschen so Sachen bauen, ne? 162.000, willst du mich verarschen? Was bringt das Ding? Wahrscheinlich nichts, ne? Verschmutzung und Lärmbelastung, okay. Bauen wir das Teil einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was das Teil macht. Dinge. Zu hoch. Was ist denn das? Wahrzeichen. Bank of Cha. Zu hoch. Das Ding kennen wir übrigens noch aus City Skylines. Schmarrn City 6L, Entschuldigung. Statue der Industrie. Statue des Wohlstands haben wir schon gebaut. Shrine of Azura fehlt immer noch. Der Shrine. So. Statue of Talos. Ein kleines Office-Building. Ja, die sind mir alle zu hoch, die passen noch nicht in die Stadt. Ein freundlicher Stadtpark. Gibt es auch einen unfreundlichen Stadtpark? Ich weiß, ich habe die jetzt recht nah zusammengesetzt. Vielleicht setze ich die auch nochmal um. Keine Ahnung. Eine Mall. Da ich ja eh hier ein paar Einkaufsgebiete geplant habe. Bauen wir die hier hin. Wahrscheinlich habe ich gleich kein Geld mehr, das kann durchaus passieren. Der ist zu hoch, der passt halt noch überhaupt nicht in die Stadt, ne? Das ist das Problem, weil hohe Gebäude kann ich eigentlich gerade nicht bauen. Weil das alles nicht in die Stadt passt, weil es halt hier noch nichts Hohes gibt in diesem Sinne. Ich meine, das ist schon zu hoch hier eigentlich, das passt nicht hin. Hier gibt es ein Expo-Center, das könnte man hier irgendwo auch mal bauen. Ich bin mich nur am Fragen, was das Ding bringt. Ja, will ich jetzt hier noch nicht haben, ehrlich gesagt. Das ist auch, dieser Turm ist auch schon zu hoch, ne? Das ist echt doof, sowas. Das ist auch ein Mod. Type 101. Das ist alles zu hoch, ne? Was bist du? Irgend so ein Teil. Okay, sieht man immer in dem nicht immer so ganz perfekt hier. Ich glaube, dich verlege ich trotzdem, auch wenn es Geldverschwendung ist, mal hier rüber. Ich würde nämlich gerne jetzt hier so bauen. Das Problem ist nur, ich brauche hier dann... So soll es funktionieren, oder? Es müsste das richtige Raster sein. Oder das? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wenn ich hier das Raster gerade durchbaue, dann funktioniert es nicht richtig. Also ich muss wohl von diesem Raster ausgehen. Okay, das jetzt nicht funktioniert natürlich. Und so bauen. Dann passt's. Gut. Wir haben viel zu viele Straßen, die wir bauen und viel zu wenig Gebiete, ne? Das ist auch irgendwo klar. Okay, das lassen wir mal. Sonst... Hier müsste ja eigentlich eine Bahnlinie durchpassen, oder? Also hier könnte man locker eine drüber bauen, das ist kein Problem. Dann kann ich nämlich hier
noch einen Bahnhof hinbauen. So. Der ist momentan noch nirgends angebunden, das ist mir schon bewusst. Aber das kommt ja noch. So, das wird natürlich hier oben drüber geführt, ist ja klar. Jetzt funktioniert es natürlich wieder nicht, ne? Scheiße! Gefälle zu steil, verdammt! Kann ich das vielleicht ein bisschen hintricksen, wenn ich mit dem arbeite? Aha! Von wegen Gefälle zu steil. Man muss nur verhandeln können mit dem Spiel, dann geht das alles. Dann ist plötzlich gar nichts mehr zu steil. Wie wir das dann hier hinten anbinden, weiß ich noch nicht genau. Vermutlich einfach über die Autobahn drüber und dann hier drüben wieder so ein Teil. Da kommt aber wahrscheinlich hier irgendwo noch ein Bahnhof hin, dazwischen. Deswegen würde ich auch sagen, bauen wir das gleich in Hochform. Gehen wir hier mit der Brücke hoch und gehen gar nicht mehr runter. So, Strom ist mal wieder gekappt. Das ist jetzt blöd, weil wir über die Linie drüber müssen. Verdammt. Können wir da irgendwo unten durch? Nee, oder? Arg! Muss ich jetzt ernsthaft diese Linie so rumziehen, dass die... Noch, Mann. Das ist doch jetzt wohl Mobbing, oder? Das wird auch nicht funktionieren. Scheiße. Es ist doch jetzt echt Mobbing, dass ich die Linie jetzt so ziehen muss, oder? Ich muss die Linie jetzt quasi hier rausziehen. Irgendwie so ein bisschen in Richtung der Bahnlinie, dass das zumindest etwas einen Anhaltspunkt hat hier. Und dann muss ich hier warten. Weil ich ja erstmal die Bahnlinie anbinden muss. Oh Mann, hey. Das ist natürlich auch wieder höchst professionell. Ich brauche mein Raster. Gib mir mein Raster! Echt blöd hier teilweise. Ich meine, es wird mir nicht allzu viel bringen, weil ich wahrscheinlich trotzdem frei Hand bauen muss hier, aber naja. Ich würde halt hier zumindest gern die Abfahrten gleich haben. Diese Dreiecke hier. Ja, Dreiecke, ist auch egal. Und dann können wir ja mal, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anders wie das andere, nicht so gleichförmig, aber war ja eh schon ein bisschen arg gleichförmig, das andere Teil, das wir da gebaut hatten, ne? Gut ist das jetzt auch, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Ach Gott, blödes Raster. So, ist zwar... Ja, das könnte man auch ein bisschen geschwungener machen hier, aber das macht auch irgendwie keinen Sinn. Dann gehst du nämlich hier an dieser Kante lang, weil anders geht's ja blöderweise nicht. Das ist echt bescheuert mit dieser Linie, mit dieser Stromlinie gerade, ne? Und dann musst du hier irgendwo in die Stadt reinkommen. Machen wir es einfach mal an dieser Straße lang hier. Ist ja eigentlich auch relativ egal, wo das Zeug steht. Musst du dich jetzt unbedingt hier am Raster ausrichten? Wie es aussieht, ja. Gut. Kann natürlich jetzt sein, dass wir noch eine Linie ziehen müssen, weil wir nicht drüber kommen. Aber ich hoffe einfach mal, dass das so jetzt funktioniert. Ist pottenhässlich, das Ding, aber naja. Geht ja gerade nicht anders, bis sich das aber alles verbindet. Und es wird noch ewig dauern, wenn wir nur Straßen bauen und nie irgendwie Gebäude. Es kann noch dauern. Ihr drüben habt keinen Strom. Du hast natürlich Strom. Nee, Moment, du hast keinen Strom. Natürlich hast du keinen Strom. Hier ist ja noch nichts. Gewerbegebiet. Komm mal her. Ich brauche dich hier gerade mal. Interessantes Gebiet hier. Muss ich ja zugeben. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen fragwürdig, ob das so richtig ist.
Ich vergesse echt dauerhaft diesen blöden... Irgendwas ist hier schief. Nur mal so am Rande. Irgendwas ist hier ganz gewaltig schief. Ihr seht's ja, ich glaube, das brauche ich nicht erklären. Was ist denn da schief? Ja, also eigentlich nur das Raster, aber es ist trotzdem ein bisschen nervig. Na gut, ich meine, das ist jetzt nicht symmetrisch hier, das ist mir schon klar. Das wird aber gleich symmetrisch, weil ich sonst nicht hier... Das kann ich sonst nicht anbieten. Und zwar bist du ein Rasterfeld vom Ding weg. Dann bist du jetzt symmetrisch, ne? Würde ich sagen, ja. So, jetzt aber. Schlimm mit mir manchmal. Ich ärgere mich selber. Über sowas meistens. So, vielleicht wenn wir hier so ein bisschen Gewerbegebiet reinbauen, haben wir dann den Vorteil, dass es sich verbindet mit dem Stromnetz. Ich hoffe es zumindest. Wenn sich hier vorne Büros bauen, würde ich mich sehr wundern. Also zumindest Bürogebäude, was anderes kann sich da durchaus bauen, so kleine Sachen hier. Baut sich ernsthaft ein Bürogebäude? Das sind da putzige Bürogebäude. Finde ich gut. Finde ich super. Okay, wir haben ein Problem. Einerseits haben wir hier drüben wahrscheinlich keine Feuerwehr, die ja doch irgendwo mal nützlich wäre, glaube ich. Es ist, ich bin bei der Polizei, dammit. So, eine Feuerwache hier drüben für das Gebiet wäre schon echt nützlich, weil sonst werden wir hier echt Schwierigkeiten kriegen, denke ich mal. Und dann haben wir... Wasser haben wir doch. Warum haben die sich gerade beschwert, dass sie kein Wasser haben? Wahrscheinlich haben sie mal wieder kein Wasser, das kann auch sein. Ist ein interessantes Gebiet hier eigentlich, ne? Unsere Bedürfnisse werden langsam erfüllt, wir brauchen wieder Wohngebiete, aber da hinten haben wir ja genügend Platz dafür. Wir müssen nur schauen, dass wir mit den anderen Services hier richtig klarkommen. Mit Müllentsorgung, Strom und allem. Wobei Strom ja eigentlich kein Problem sein dürfte, weil wir ja noch Solarkraftwerke bauen können, theoretisch. Also das geht schon. Wenn hier noch wer wohnen will, kann er gern da wohnen, mitten in der Autobahnauffahrt. Das ist sehr attraktiv. Aber gut, es gibt unattraktivere Wohnlagen wahrscheinlich. Wobei ich das doch gern... Moment. Das ist jetzt wieder blöd, ne? Das jetzt so eine riesige Kurve macht. Ach, verdammt! So wollte ich das genau nicht haben. So wollte ich das haben. Muss man es aber manuell bauen, wenn es anders nicht geht. Hilft ja auch nichts. So. Ist doch schon mal alles soweit in Ordnung. Hier drüben kommt dann irgendwann noch ein Bahnhof hin. Ich weiß halt nur nicht, wo ein potenzieller Standort für so ein Teil wäre. Ist gerade noch ein bisschen unsicher, meiner Meinung nach. So, ich weiß jetzt einfach die Gebiete mal zu. Das wird so ein Mischgewerbegebiet. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Das kriegt auf jeden Fall auch ein direktes Gebiet hier. So. Das ist echt blöd mit diesem Tool manchmal. Das hüpft so komisch, wenn das hier sich ansnappen soll. Dann, naja, es ist recht ungenau, sagen wir es mal so. Es geht, aber es ist recht ungenau. So, fehlt irgendwas. Hier vorne vielleicht noch ein bisschen. Machen wir mal bis zur Autobahnmitte ungefähr. Bis hierhin. Kreisverkehr können wir noch mit einbeziehen. Valley Park passt ja fast. Könnte ja fast Silicon Valley sein hier. Ein riesen Gewerbegebiet. So, ist doch in Ordnung, oder? Und jetzt würde ich sagen, bauen wir erstmal kurz die Anbindung hier drüben an Schienennetz. Das soll ja auch irgendwo mal funktionieren hier. Wir können da theoretisch sogar noch brückentechnisch weiterarbeiten. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich allerdings nicht. Ich meine, die können sich ja theoretisch hier in Brücken treffen auch, ne? So ist es nicht.
Bauen wir da mal eine große Kurve. Ich würde halt hier jetzt gern raus und dann einfach hier drüben abfahren. Oh, das geht sogar einigermaßen. Cool. Ich meine, es macht jetzt nicht allzu viel Sinn, ich weiß, aber sieht gut aus im Endeffekt. Sieht besser aus als eine einfache Kreuzung. Ich meine, bei Schienen ist ja eine einfache Kreuzung eher, nennen wir es mal, unwahrscheinlich. Ups. So, passt doch, oder? Da haben wir hier noch so eine kleine Hochbahnkreuzung. Ich meine, wenn sich die Stadt irgendwann mal bis hier erstrecken sollte, können wir hier auch noch einen Bahnhof bauen oder so in die Richtung. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ist auf jeden Fall hier hinten schon mal größer geworden mit dem neuen Stadtviertel namens Valley Park. Wie sieht es mit dem Verkehr aus? Jetzt hat auch diese Trompete hier so ein bisschen ihren Sinn gekriegt. Vorher war die ja so ein bisschen sinnfrei. Jetzt hat sie auf jeden Fall ihren Sinn. Und mir fällt gerade auf, dass ich das hier hinten ja so ein bisschen schwachsinnig gebaut habe, weil die Autobahn noch verlegt wird. Aber gut, das habe ich mal wieder nicht gepeilt. Das müsste man dann wahrscheinlich mal machen, weil wenn wir hier hinten jetzt am Bauen sind, dann würde sich das anbieten, ne? Ich meine, das verlege ich jetzt nicht mehr, das bleibt in seiner Form. Aber die Autobahn könnte man mal verlegen. Wisst ihr was? Das machen wir zwar nicht mehr diese Folge, aber ich reiße ja zumindest diese Folge noch ab und nächste Folge bauen wir sie dann. Ich hasse dieses Abreißtool teilweise. Es gibt einen Mod auch für Abreißtools. Es gibt so ziemlich Mod für alles in dem Spiel fast. Aber ich will halt auch nicht alles mit Mods zuklatschen. Das ist mein Problem an der Sache. Gut. Dann werden wir das quasi so machen, dass wir hier... Moment. Weil es einfach so eine schöne Kurve machen. Ja, perfekt. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wo ich die Kurve gelegt hatte, aber irgendwo wird schon funktionieren. Soll jetzt natürlich den ganzen Shit noch umdrehen. So, perfekt. Dann bauen wir nämlich hier irgendwo am besten... Moment. Das Kreuz muss ja hier hin. Wir müssten halt hier auch noch eine Autobahnabfahrt hinbauen. Also quasi... Also die Autobahnabfahrt kann man auch schon mal bauen, das ist ja kein Problem. Das Problem wird halt wahrscheinlich die Steigung mal wieder sein. Schauen wir mal, ob es funktioniert, ich bin sehr gespannt. Nee, normal Stadt brauche ich nicht. Abfahrt, Stadt, Autobahn brauche ich auch nicht. Das brauche ich hier. Oh, geht sogar. Nee, ich brauche ja das Teil. Nur selbst gebaut. Ich mache das selber. Sonst funktioniert das wieder hinten und vorne nicht. Hätte ich die Autobahn natürlich nicht abreißen müssen. Das ist ungünstig, weil ich hier keine Brücke haben soll. Also ich brauche dann später eine Brücke für die Straße da drüben. Wie baust denn du gerade eine Kurve hier? Okay, das ist halbwegs gerade, dann passt es. Ist schon mal ein Vorteil, wenn es halbwegs gerade ist, die Strecke. Dann bauen wir hier unsere Brücke drüber. So knapp wie es geht natürlich. Also wieder so ein bisschen... Ihr kennt es, ich baue selten einfach. Ich baue selten so einfach, dass es... Sieht auch irgendwie bescheuert aus, oder? Aber gut, das lasse ich jetzt so. Das sieht vollkommen bescheuert aus. Einfach so machen. Ich glaube, hier wird es noch am besten aussehen, oder? Und hier kann man drauf fahren. Das muss umgedreht werden, dass man abfahren kann. Ich meine, ich will halt nicht immer so eine riesen Konstruktion bauen, aber das muss dann so ein bisschen weiter weg hier. Ich will nicht
immer so Riesenkonstruktionen bauen, deswegen mache ich auch mal ab und zu was Kleineres. Aber ganz selten. Kommt nicht so oft vor. So. Ist ein bisschen hässlich geworden jetzt, aber geht schon irgendwo. Macht ja nichts. Ich meine, es muss ja nicht immer alles hübsch sein. Ja, wobei es geht eigentlich. Müsste nur ein bisschen symmetrischer sein hier. So, passt doch, oder? Jetzt ist es hier auch ein bisschen gerader geworden. Und natürlich, ich mache das jetzt noch kurz. Das ist immer der Auftakt zu einer überzogenen Folge. Warum fährt hier ein Traktor durch die Gegend? Wahrscheinlich war da gerade eine Straße waren. Wird zumindest Sinn machen. Da kommen die Ampeln weg. Da kommen die Ampeln nicht weg. Da sind eh keine. Gut, 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 gut. Läuft doch alles einigermaßen, oder? Hier vorne haben wir natürlich noch eine riesige Straße, die wahrscheinlich extrem viele Ampeln produziert hat jetzt. Ach, das zeigt jetzt auch an, wie das Spiel es vergeben hätte mit diesem Original, ne? Das ist auch nett. Das ist auf jeden Fall eine super Neuerung in dem Mod. Dann sieht man auch, was der Originalstatus quasi dieser Straße war, was das Spiel von sich aus gebaut hätte hier. Gut, jetzt fehlt hier hinten natürlich noch das Autobahndreieck. Es ist ja jetzt das hier, ne? Hatte ich befürchtet, dass das Gefälle jetzt zu steil ist. Ich werde mir sowieso mal kurz eine Hilfsstraße ziehen, einfach damit ich weiß, wo in damit ich hier so ein bisschen eine Verlängerung habe, damit ich sehe, wo das Ding hinkommt. Irgendwo so muss es hin, aber hier geht's mal wieder nicht wegen dem Gefälle. Ach, dieses blöde Gefälle mit diesem Bausystem hier, das hasse ich ja. Aber gut. So geht's, dann müssen wir das nutzen, wenn es so mal geht. Ich wollte schon lange eine Aufnahmepause machen, ne? Ich halte mich irgendwie nie dran. Oh je. Es ist jetzt wieder ein bisschen doof hier. So, passt. Weil das hat wieder... Unser schmales System ist hier vorne und das hier hinten ist breite im Endeffekt. Müssen wir jetzt wieder schauen, dass wir da ein bisschen... Au, ein bisschen, ja. Keine Ahnung. Ja doch, das geht schon so. So, dann mache ich da hinten noch kurz die Anbindung fertig, damit wir das heute noch hinkriegen. So viel zum Thema, ich reiße sie nur ab, ne? Hat ja toll funktioniert. Hier mache ich noch eine Lärmschutzautobahn sogar. So, sieht doch gut aus, oder? Jetzt haben wir hier hinten so ein schönes Gebiet, das wir nutzen können. Hätte ich die Strecke hier gar nicht so komisch bauen müssen. Wäre auch gerade gegangen eigentlich. Mache ich auch jetzt noch. Also jetzt nicht, aber das mache ich in der nächsten Folge dann, dass das hier gerade angebunden wird. Also sonst sieht jetzt so schief aus hier alles. Das machen wir nächste Folge dann. Jetzt mache ich eine Aufnahmepause. Man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin. Servus.